Das Gut Eiderbichl Affenrefugium in Gensondorf bei Wien. Hier im B-Haus leben besonders traumatisierte Schimpansen aus der Intensivforschung. Seit 2 Jahren stehen sie unter dem Schutz von Gut Eiderbichl. Heute ist ihr großer Tag. Die Spezialaußengehege sind fertiggestellt. Nach 30 Jahren Isolation im Versuchslabor dürfen auch sie jetzt das erste Mal nach draußen. Der berühmte Affenflüsterer Mike Serresch begleitet ihre ersten Schritte in die Freiheit. Er kann mit Schimpansen sprechen. We just have to be careful and we need to be very sensitive to his emotions and allow him to be himself because he is really deeply traumatized. Poor guy. I'm a good boy. I'm a good boy. But not with me, with him, you boo boo. Yes. Endlich ist es soweit. Als erstes öffnen sich die Schuber für Pippi und Denise. Eine letzte zärtliche Berührung. Dann wagt sich Denise vorsichtig nach draußen. Nach 30 Jahren endlich Luft und Sonne. Schlag auf Schlag öffnen sich jetzt die Tore für alle Schimpansen. Man merkt ihnen an, dass sie auf diesen Tag jahrzehntelang sehnsüchtigst gewartet haben. Und sie zeigen uns, wie glücklich sie sind. Unsere versteckte Kamera entdeckt und zerlegt sie, denn ihr Glück wollen sie heute mit niemandem teilen. Der Kreis hat sich geschlossen. Gemeinsam mit den Bildern vom letzten Jahr, die um die ganze Welt gingen, wird das Schaffen von Gut Eiderbichl allen sichtbar gemacht. Verständnis, Barmherzigkeit, Hinsehen und Helfen. Das ist Gut Eiderbichl.